Wenn eine Methode gegen Achselschwitzen funktioniert, dann liegt natürlich die Überlegung nahe, funktioniert das auch an anderen Körperstellen? Und die Antwort heißt ja, das tut es. Denn die Haut am Rücken, am Bauch unterscheidet sich nicht wirklich von der Haut in der Achsel. Und so ist es möglich, auch andere Körperstellen zu behandeln, wenn ein enorm stark störendes Schwitzen auftritt. Es wird ein Mikrowellensender auf die Haut aufgesetzt. Die Haut wird durch diesen Saugnapf angesaugt, sodass sie plan am Gerät anliegt. Das ist natürlich nötig, damit die Abstände für die Energieabgabe genau stimmen und damit eine Kontaktkühlung möglich ist. Es wird dann für einige wenige Sekunden die Energie in die Haut gesendet und dann noch einmal für eine Weile die Haut nachgekühlt, damit der Oberfläche kein Wärmeschaden passieren kann. Es werden an der behandelten Stelle die Drüsen abgeschaltet, aber die gesamte Schwitzsteuerung gerät dadurch nicht durcheinander. Das Miro3-Verfahren ist sicherlich momentan die innovativste Methode, das Achselschwitzen zu behandeln. Aber es ist natürlich auch möglich, andere Körperstellen zu behandeln, wie den Rumpf, wie die Gesäß- und Po-Region. Das ist ebenfalls möglich mit diesem Verfahren, ohne eine große Operation, ohne einen Schnitt, ohne Narben, die man später sehen kann, verursachen zu müssen. Die Miro3-Methode hat ein sehr niedriges Behandlungsrisiko. Es ist immer möglich, dass durch die Energie in der Tiefe Gewebe gereizt wird, Nerven gereizt werden, dass es ein bisschen zu Schmerzen kommt, die jedoch nie bisher auf der Skala bis 10 über einen Wert von 3 hinausgegangen sind. Schmerzmittel und abschwellende Medikamente sind hier vielleicht sinnvoll. Es kommt zu einer gewissen Schwellung, vor allem am nächsten Tag. Alle Patienten sollen deswegen kühlen nach der Behandlung. Diese Schwellung ist nach etwa 10-14 Tagen meistens nicht mehr sichtbar. Spätestens nach einem Monat ist sie vollkommen abgeklungen.